Nein, ich fühle mich nie als Teil des Zeitgeistes. Weil ein Maler hat ja meiner Meinung nach ein Alphabet. Er hat Buchstaben. Und wie kann er die Flecken ändern? Wie viele Flecken fallen ihm ein? Wie kann er den Fleck und die Linie trennen, damit es immer ein interessantes Gefüge wird? Insofern hat mich die Bewegung interessiert, die sich dann am Papier abspielt. Also das ist besonders bei den Aquarellen also ganz deutlich ablesbar. Was mir wichtig ist, ist auch das Ungeschönte. Also es muss alles sichtbar bleiben. Der ganze Malprozess muss ablesbar bleiben. Während man die Farbe wechselt, während man überlegt, oder es passiert auch sehr viel zufällig, man greift mit dem Pinsel in eine andere Farbe und probiert das aus. Dieses Gefüge verdichtet sich dann und alles wird mitverwendet.